Schlafplatz ist eine einzigartige Übernachtungsmöglichkeit in Jenins und in Maienfeld. Ein zwei Standort, wir haben Platz für maximum 6 Personen. Übernachten in 8000 Liter grossen Weinfässern, also eigentlich etwas, was es so noch nicht gibt. Das ist das Konzept von uns, das wir haben. Es gibt in jedem Standort zwei Fässer. Eins ist zum Schlafen mit einem Doppelbett drin und in einem zweiten Fass ein Tisch, dann zum Essen, zum Nachtessen und zum Morgenessen. Und speziell in Maienfeld haben wir so gerne noch ein drittes Fass, nochmal mit einem Bett drin. Da können also bis zu 4 Personen übernachten. Es gibt in diesen Fässern kein Fernsehen, kein Radio, kein Internet, WLAN oder so etwas, sondern man ist da, man hat Zeit für sich, in der freien Natur draußen. Man kann einmal ein Jass klopfen auf dem Tisch, man kann ein Spiel spielen. Das ist uns ganz wichtig. Wir legen besonders Wert darauf, dass es etwas ist, was es nur hier in der Bündner Herrschaft gibt und wo nur mit lokalen Produkten auch betrieben wird. Also das heisst, wir setzen sehr viel darauf, dass alles, was man bei uns essen und trinken kann, das ist alles mit Produkten aus den Regionen. Uns ist es wichtig, dass die Region etwas davon hat, dass wir eine Wertschöpfungskette schaffen können. Auch wenn das nicht so gross ist wie in einem riesen Hotelkomplex. Es ist klein, fein, dafür profitieren eben auch wirklich Bauern, Agrotourismus, die direkt mit uns zusammenarbeiten. Die kleinen Finessen, die kleinen Sachen, ist das, was die Leute hier sehen und was die Leute begeistern. Es ist nicht nur das ganze Schlafwast-Projekt selber, sondern eben so ein Sirup, den sie bekommen, oder die Sachen, die alle aus der Gegend sind, die Produkte, oder das Bleistift, das hat ja hinter Sahnli drin, für Vergissmeinnicht, und das kann man brauchen bis zum Schluss, und dann kann man den Rest vom Bleistift in die Erde stecken, und dann die Leute eben ein Vergissmeinnicht. Also, ja, der Sinn ist Vergissmeinnicht, das Schlafwast, oder? Es sind genau die Details, und das macht das Schlafwast aus.